Style-Rennen. Nehmen wir mal das Style-Rennen als nächstes. Und ballern hier schön durch. Und hoffe mal, dass mein erstes Live-LP so ein bisschen klappt, wie es möchte. Also gesagt, das ist jetzt mein erstes Live-LP, was ich mache. Also so richtig als Live-LP. Wo ich das live aufnehme, als Live-Stream. Und dann als Live-LP auf YouTube zum Beispiel. Ich habe hier ein neues Publikum freigeschaltet, sehe ich gerade. Ich werde es dann gleich mal aktivieren. So, die Beiner-Kollision, das kriege ich irgendwie noch nicht so richtig gebacken, aber ist eher egal. Hauptsache, ich bekomme das so hin. Verbessert die Balance von Peggy. Alle Strecken haben ihre Kurven, alle Strecken haben weiche Kurven. Gibt ihr einen Kompass, der immer zum Ziel zeigt. Ich mache mal weichere Kurven, würde ich sagen. Das klingt relativ gut. Mit weichen Kurven. Was haben wir jetzt als nächstes? Nehmen wir das mal. Da haben wir die Ecke schon mal fertiggestellt. Ich sag mal, das Spiel wird auch kein... Also die Hauptstory wird keine so große Folgenlastigkeit haben. Und hier ist auch die Community-Sachen. 60, das ist ja das hier, ne? Genau. Wow! Oh, geschafft! Ah! Bin ich gut oder bin ich nicht gut? Mach mich langsam. Weil ich werde auf jeden Fall dann auch die Community-Strecken fahren, die es ja noch gibt. Auf jeden Fall werde ich die auch noch abvermüsern, aber erstmal mache ich jetzt die Hauptquest sozusagen, die Hauptstrecken. Wo ich mich an die Community-Strecken mache, weil die sind dann noch um einige schwerer. Das kann ich euch gleich mal sagen. Was ist das hier eigentlich? Sponsoren? Ach, die Sponsorenstrecke. Kurviges Rennen. Und wir machen das Kurvige Rennen mal. Ich bin mal gespannt, wie viel ich jetzt in der Stunde schaffe. Mit der Hauptstory durchzufahren. Wie gesagt, das wird ja dann auf meinen YouTube-Kanal hochgeladen als Live-LP sozusagen. Gut, auf Twitch mache ich das als Live-LP. Weil Twitch ist ja jetzt mein, nochmal Live-Stream-Haupt-Channel. Weil mit YouTube ist ja nicht so zufrieden bin, was Live-Streams angeht. Und das bietet halt auch viel mehr Sachen seinen Tag an und Angebote für besseres Streamen und schöneres Streamen. Daher werde ich hier meine Stream-Community aufbauen auf Twitch und hoffe, dass das dann auch alles so klappen wird, wie es ungefähr möchte. Oh je, wieder die Strecke. Ob da das heißt, ich muss rüberkommen, wie, aber es ist so schwierig. Das ist so und das ich bringe. Vielleicht kann ich auch an der Seite irgendwie runterhüpfen. Ich probiere es mal, dass ich da an der Seite irgendwie runterhüpfe. Müsste ja auch irgendwie gehen, aber so vor, das Ding einfach. Die Palette ist manchmal macht. Die Palette ist ja auch manchmal schlau, macht einfach so. Und du kannst das Ding einfach. Und so mache ich es jetzt einfach auch mal, weil ich nicht weiß, wie ich da rüber springen soll. Ich habe noch nicht die richtige Methode rausgefunden. Deswegen mache ich es einfach so. Was Paletto kann, kann ich auch. So, ein Leben plus. Flachkurvig, steilkurvig, steilkurvig. Da machen wir mal flachkurvig. Das Sponsor und Rennfahrer stand natürlich auch noch. Keine Säuge. Das wird doch auf jeden Fall auch gefahren. Oh,
heute die Sponsorenrennen fahren, muss ich erstmal ein bisschen Übung finden hier. Weil geht so gut bin ich doch nicht. Hier brauche ich aber noch ein bisschen Übung. Bevor ich mich hier an gewagtere Sachen wage. Also ich sag, da muss man einfach ein bisschen üben dafür. Aber das ist kein Problem, das geht mal alles hin. Aber die 180. Einfach machen wir die einfachen Sachen fürs erste. Aber jetzt wunderbar geschafft. Brauche ich aber mitgehen, ne? Wenn ihr sehen würdet. Aber ich denke mal, ich werde auch irgendwann mal die Facecam noch mit anmachen, wie ich das spiele. Mal habe ich ja auch immer an, aber jetzt habe ich gerade nicht an, weil ich am Tag spiele und da habe ich ja den Blendeffekt in meinem Fenster, weil es so hell ist und drin leuchtet das Tageslicht. Gut, ich könnte auch die Radien zuziehen, aber das ist das Problem, dann werde ich immer automatisch irgendwie müde. Weil mein Körper denkt, es ist abends oder nachts. Deswegen mache ich das nicht oder ungerne. Offroad-Flitzenbringer, die Reibung, wenn du von Fahrt abkommst, wie die Balance. Verbessert deine Balance, wenn du ein Fahrt fährst. Du kannst weiter entfernte Strecken in der Weltkarte erkennen. Erhöht die Geschwindigkeit, mit denen du deinen Weg tippen kannst. Das klingt gut. Nehmen wir mal das. Oh. Ich glaube, wir fahren jetzt bei Nacht. Kann das sein? Es scheint gerade Nacht zu sein. Naja, das wird lustig, definitiv. Wenn es eine Nachtstrecke ist, bei Nacht zu fahren. Ja, ich sehe auch nichts. Ich sehe nur schwarz. Da soll ich doch zwei Rückwärtsseiten machen. Ist das euer Ernst? Gut, das reicht nicht für den Spruch. Aua! Scheiße! Das war jetzt nicht so beabsichtigt. Nein! Zu mir! Aha! Ah, okay, hier! Das ist Speed geben. Den Teil. Yeah. Habe ich die Einrückwärtshaltung geschafft? Das Problem ist, ich kann die Strecke nicht noch einmal fahren, wenn ich sie gefahren habe. Da liegt das Problem. Mache gerade Tricks. Okay, das will ich, will ich Tricks haben. Na gut, probieren wir das mal. Ich habe ja schon zwei Crewmitglieder. Da kann man ja so ein bisschen arbeiten. Ich habe den Minibot mit dem Löffel. Was muss ich dann schaffen mit Miniboss? Wow, 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 wow. Scheiß jemand an. Fuck. Wo ist denn der jetzt hingeflogen? Alter Schwede. Das war jetzt nicht so toll. Verrannt mal hoch, drauf, weiter. Wie habe ich den Miniboss jetzt gekriegt? Ah, ich muss auf den Turm drauf und über den Turm drüber. Ah. Das stehe, aber da bin ich noch so doof dafür mit dem Turm. Tut mir leid, ich fahre aus dem mal. Mit dem Turm bin ich noch so doof. Daher. Fahre ich ihn einfach mal. Tut mir leid. Die Berge ist noch Müll. Dafür mache ich einen Frontflip. Ne, da reicht nicht ein Frontflip. Das ist nicht viel Flughöhe. Aber naja.
Übermacht Meister. Jetzt haben wir noch genug Zeit, was üben. Baustelle, keine Ahnung, was man da machen muss. Steil und Kurven. Das wird lustig. Stunts eher leicht, aber steil und kurvig. Das bedeutet, man kriegt ordentlichen Speed drauf. Und das. Oh, oh, oh. Das wird lustig. Wow, was war das denn? Hä? Warum hat der rübergelenkt jetzt? Das war jetzt so unfair. Der ist einfach rübergelenkt, ohne dass ich was gemacht habe. Ach du Scheiße, fick die Wand an. Das habe ich gerade nicht mehr. Oh Mann. Nein! Nein, nein, nein! Alter Schwede, mach mich nicht alle Spiele. Na, das wird jetzt so gut geklappt hier. Nein! Oh Mann, wo habe ich jetzt die Zeit gemacht? Ich war gerade selbst zurück, habe ich selbst die Seite ausgelöst, die ich einen Stick davon gedrückt habe. Hätte ich jetzt nicht machen sollen. Ich hoffe, ich gehe gerade hier noch hin. Hier ist hier noch 2 Sekunden. Alter, ich sehe nicht. Alter! Scheiße! Letzter Versuch! Ich lese was da, bin ich hin. Oh mein Gott, hier. Ja, mein Ziel mit 6 Sekunden hat nicht ganz geklappt. Das war keine Sekunde. Das war bei 4. Naja. Ich bin echt schon gespannt auf die ganzen Dingstrecken dann, die ganzen Fanstrecken, Community-Strecken, die werden dann richtig fetzig. Ich glaube, da werde ich richtig ablosen. 100 Pro werde ich da richtig ablosen auf den Strecken. Da werde ich dann 100% richtig was zu lachen haben, wenn ich da versage. Oh, bitte. Da rieche ich, ja, ich hab keinen Licht mehr. Ich muss auch noch bei Nacht fahren. Bei Nacht ohne Licht. Das ist ja da, das ist scheiße. Ich darf nicht stürzen, ich darf nicht stürzen. Nein. Das ist nicht scheiße. Das kann ich mir jetzt nicht leisten. Wenn ich stürze, bin ich am Arsch. Da kann ich mich beim Anziehen von vorne beginnen, glaube ich. Darauf habe ich eher, ja, sagen wir mal so, keine Lust. Bremse lieber mal ein bisschen hier. Lieber gehe ich auf Nummer sicher, bis ich wieder Leben habe. Aber schön, dass ich kein Licht mehr habe. Man hat das jetzt kein Dynamo. Gute Fahrräder hat Dynamos. Das ist alles einfacher. Naja, wenigstens ein Leben plus bekommen. Kann ich ja nicht einfach raus ins Hauptmenü? Anscheinend nicht. Feuerlöffel, Endgegnerstrecke, Gefahrenzone, ach du meine Güte. Das Spiel verlangt aber alles von einem ab, oder? Eieieiei. Und jetzt muss ich wieder 6 Sekunden in der Luft sein.
Oh mein Gott. Da ist jetzt nur das Du. Die Amis das machen, was ich schon angesehen. Oh mein Gott. Gefahren zu oder was? Laut mir war gefahren. Darf ich doch mal bitte wissen? Scheiße. Komischer. Los Jagd. Weil ich mich sehr gerne wissen, was ihr hier von mir verlangt. Bevor mich hier umbringt. Ja. Nein. Ja, Glück gehabt. Ich dachte schon, jetzt mault's mich wieder. Ich hab jetzt echt gedacht, jetzt mault's mich. Oh Mann, ey. Ja. Wo ist nochmal 2 Sekunden? Ja, komm. Na, hier auf jeden Fall. Hup. Na, reicht doch block. Ich muss nur noch ins Ziel kommen. Dass ich nicht ganz tot bin. Sonst habe ich hier ein ganz großes Problem. Zum Beispiel hier eine Batterie von meinem Licht alle ist und ich nichts mehr sehe, wo ich hinfahre. Ich habe die Kamera nicht hochgestellt. Also ich habe hier original Sicht, wie ihr es aussieht. Oi. So, wo sind wir denn eigentlich von der Zeit her? Okay, sieht gut aus. Flach gerade, das ist gut. Nehmen wir mal was Einfaches. Da haben wir ja, schaffen wir ja über der Hälfte schon auf jeden Fall jetzt in der ersten, ja, ein oder zwei Live-LP-Folgen. Oder drei, je nachdem, wie ich es cutte. Weil ich weiß ja dann cutten, das heißt Live-LP hochladen. Aber macht hier, wie gesagt, als Livestream auf Twitch für euch. Ist halt so schade, dass Twitch das halt nie lang gespeichert. Das ist halt das, was ein bisschen traurig ist. Dass Twitch das halt nicht lang speichert. Oh, Glück gehabt. Ich habe fast gedacht, es mault mich. Aber ja, Glück gehabt. Aber natürlich das hier nicht erreicht. Könnte man ja nochmal Helmkamera vorne, würde ich sagen. Ja, machen wir jetzt auch mal. Wir fahren jetzt nochmal mit der Helmkamera. Ist eigentlich auch eine relativ gute Perspektive, muss ich sagen. Dafür muss ich jetzt ein bisschen wie in RL. Ich stelle mir das gerade vor, wie man das mit der VR spielen würde, mit einer VR-Brille, ne? Wow. Eine VR-Brille, das wird das, das ist bestimmt das reinste Chaos. Darauf ein bisschen das Kotzen. Weil ein so verarscht. Weil das sehen wir gar nicht, wie man dann von der VR gesehen getäuscht werden. Das sieht man nicht gar nicht. Wie krass das sein kann. Wow, was ist das denn? Heilige, nein! Oh. Den letzten nicht geschafft, scheiße. Ziel erreicht. Hier drüber. Gut, dass es der letzte Versuch ist. Mach ich mal ein bisschen Schmuhn kurz ab. Tut mir leid. Weil ich will mir das Leben jetzt nicht verwirren.
müssen wir mal wieder ein bisschen aufleveln, meine Lieben. Kann ich mir schlecht leisten hier.